Self-Care Glow Up. Ich werde mir nämlich ein bisschen Lippen wieder auffrischen. This bitch has a juicy lip. Juicy. Juicy Lips lieben wir. Ein bisschen shoppen. Wir gönnen uns heute mal ein paar Sachen. Wir gönnen uns das einfach mal. Hello Party People, what's poppin'? Dachte, ich drehe mal mit euch einen Vlog, wo es komplett nur um mich geht. Mal so ein Self-Care-Glow-Up-Video. Also um meine Bedürfnisse, um das, was mich glücklich macht. Und das ist jetzt hier ein Reminder für euch. Jeder sollte sich einmal die Woche, mindestens einmal die Woche, Me-Time gönnen. Also einfach mal einen Tag für sich selber und die Dinge machen, auf die man Bock hat. Ich werde jetzt gleich Skincare machen, werde mir ein Bad einlassen. Marvin ist nämlich gerade auf der Arbeit und das bedeutet, ich habe sturmfrei. Ja, und ich werde euch so ein bisschen mitnehmen, auch morgen, um euch einfach mal zu zeigen, was ich so mache, wenn ich Me-Time habe. Ich habe einige Termine diese Woche geplant. Unter anderem will ich meine Brows wieder auffreshen und meine Wimpern. Und morgen früh habe ich einen Lipfiller-Termin. Also ich habe ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Meine Lips sind gespritzt. Und ja, morgen werde ich das Ganze wieder so ein bisschen auffrischen. Als erstes steht jetzt an, dass ich Skincare mache. Ich werde diese Tonne an Make-up abschminken, meiner Haut etwas Gutes tun und dann werde ich mir ein Bad nehmen. Ganz kurz, ne? Mein Hund Moskau, der hat ein ganzes Bett für sich. Also er kann überall hier liegen. Er liegt einfach hier wie so ein kleines Häufchen Elend zusammengekauert auf meinem Bademantel in meinem Ankleidezimmer. Ganz alleine. Machst du auch gerade Me-Time? Soll ich dich in Ruhe lassen? Okay, dann lasse ich dich jetzt in Ruhe, ja? Sieh so süß aus. Ich will dich abknutschen und deine Nase aufessen. Ich stelle jetzt mal die Kamera hin und werde mich mal ein bisschen abschminken und mit euch mal so ein bisschen quatschen. Also als erstes entfernen wir jetzt hier das Make-up. Bevor ich mich abschminke, nehme ich immer meinen Schmuck ab. Und ich werde jetzt auch erstmal noch eine Haarkur reinmachen. Meine Haare jetzt zu einem Dutt gebunden. Ihr wisst ja, ich variiere meine Skincare-Produkte meistens immer. Ich habe jetzt ganz lange immer hier diese Reinigungslotion benutzt und habe mir jetzt von derselben Marke feuchtigkeitsspendendes Reinigungsöl bestellt. Ich werde beides benutzen. Ich schminke mich jetzt als erstes hier mit diesem Öl ab. Okay, so, wie man sehen kann, ein bisschen Mascara ist noch da und deswegen nehme ich jetzt hier nochmal die Lotion. Tada! That's me! Falls ihr vergessen habt, wie ich ungeschminkt aussehe. Anschließend benutze ich ein leichtes Peeling. Da benutze ich das hier, Barbour. Und peele damit so ganz leicht und sanft mein Gesicht. Okay, als nächstes, ich habe mir mal bei Amazon, glaube ich, mal so ein Set bestellt. So sieht das aus. Und zwar sind da so Finger drin, sowas. Und damit kann man richtig gut seine Pickel ausdrücken. Da ich sehe, dass ich hier so ein paar Pickelchen habe, werde ich mir die jetzt alle nacheinander ausdrücken. Hier ist so ein, ja, wie so eine Schlaufe sieht das aus. Oh mein Gott, ich wünschte, ihr könntet das sehen. Wird's eklig, aber auch ein geiles Gefühl. So, nachdem ich damit fertig bin, benutze ich noch so ein Tonic Water. Ich mache jetzt erstmal überall Kerzen an, because Kerzen machen alles einfach schöner und gemütlicher. Nächster Step, ganz wichtig, Badesalz oder Badebomben. Ich werde mir jetzt erstmal das hier noch reinmachen, Eukalyptus, weil ich ja immer noch so ein bisschen sick bin. Und werde mir aber noch irgendwas anderes reinmachen, irgendwas, was gut riecht. Ich nehme jetzt auf jeden Fall das hier, das ist nämlich extra für Schaumbad. Ich hoffe, ich habe da gleich richtig krasses Schaumbad. Oh mein Gott! Oh mein Gott, es riecht so gut, ich komme nicht klar. Okay, während die Badewanne sich auffüllt, werde ich mir jetzt noch was zu trinken und vielleicht einen kleinen Snack machen. Und dann brauche ich noch was zum Lesen. Oh mein Gott, Leute. Wenn das nicht gemütlich aussieht, weiß ich auch nicht. Ihr wisst nicht, wie sehr ich mich freue. Dann habe ich mir schon meine Snacks bereitgestellt. So, ich bin jetzt fertig gebadet. Ich schwöre, ich fühle mich wie auf Wolken. Nur dieses Bad hat mich gerade so unfassbar glücklich gemacht und so erfüllt. Okay, leider ist mein Akku von der Kamera gerade leer gegangen. Wie schnell geht dieser scheiß Akku bitte leer? Auf jeden Fall muss ich jetzt eben kurz mit dem
Handy weiterfilmen. Wenn ihr keine Badewanne habt, dann geht richtig heiß duschen. Gönnt euch mal so eine richtig lange heiße Dusche. Ich glaube, der Effekt ist derselbe. Und danach chillt ihr euch einfach irgendwo hin. Lest ein Buch oder hört eure Lieblingsmusik oder einen Podcast oder schaut euch irgendwie eure Lieblingsserie an und entspannt einfach dabei. Jetzt werde ich auf jeden Fall warte ich, bis Marvin von der Arbeit nach Hause kommt und dann werden wir irgendwas essen. Dann ist der Tag auch schon wieder rum und morgen geht's direkt weiter. Dann morgen. Hello, good morning. Hab eben gefrühstückt mit Marvin zusammen und bin jetzt auf dem Weg zu meinem Beauty-Termin. Heute gibt es ein kleines Glow-Up. Ich werde mir nämlich ein bisschen meine Lippen wieder auffrischen. Eventuell lasse ich mir sogar ein bisschen was aus der Oberlippe rausziehen, also wieder auflösen. Weil bei mir ist es leider so ein bisschen verrutscht. Aber ich frage gleich einfach mal, was man so machen kann. Und ja, let's go! Ein paar Sekunden später. Okay, Friends, ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Was habe ich machen lassen? Let me explain. Mein Hyaluron ist etwas nach oben verrutscht. Das passiert mal. Es ist nichts Schlimmes. Und mich hat es aber einfach gestört. Es sah einfach nicht so schön aus. Deswegen haben wir über der Oberlippe Hyalase gemacht. Das ist ein Stoff, das das Hyaluron quasi auflöst. Also ich habe es mir quasi ober der Lippe auflösen lassen und habe mir dann wirklich so 0,2 Milliliter Hyaluron nur in meine Kontur, also in die Lippenkontur nochmal auffüllen lassen, sodass das jetzt angeschwollen ist. Die Schwellung wird auch noch bleiben, ich denke mal so 3 Tage. Es soll hier übrigens auch kein Aufruf sein, dass ihr euch jetzt irgendwas machen lassen sollt oder so. Jeder ist für seinen Körper selbst verantwortlich und jeder muss für sich selber wissen, ob er was machen möchte, ob er irgendwelche Filler haben will oder nicht. Mich persönlich haben einfach ein paar Sachen gestört und deswegen, ja, kommuniziere ich das hier auch ganz offen. Also ich könnte auch das alles einfach nicht filmen und euch quasi verschweigen und nie darüber sprechen. Und wenn mich jemand fragt, hast du Filler drin, ist einfach unkommentiert stehen lassen. Aber so bin ich nicht, weil auf diesem Channel wird nicht gelogen oder irgendwelche Spielchen gespielt. Ich bin hier komplett real zu euch und warum soll ich es verstecken, wenn man es vielleicht auch offensichtlich sieht. Ihr seid meine Community und ja, ich möchte einfach ehrlich mit euch sein und euch sagen, wenn es bei mir irgendwas Neues gibt oder sich bei mir irgendwas verändert. Und ich habe noch was gemacht, nämlich übelst angeschwollen. Also wenn ihr das nicht seht, dann weiß ich auch nicht. Ich habe mir nämlich eine Fettwegspritze in mein Doppelkinn geben lassen. Seht ihr das? Oh mein Gott. Das hier ist gerade nur die Schwellung. Und halt ein bisschen was von meinem Doppelkinn. Das hat mich auch sehr, sehr lange gestört und deswegen habe ich jetzt so eine Fettwegspritze gemacht. Ist halt, ich sehe jetzt aus wie so ein Gockel, aber es soll auch in ein paar Tagen wieder weggehen, die Schwellung. Also ja, ich bin jetzt erstmal die nächste Zeit ein bisschen angeschwollen, aber ist nicht schlimm. Ich habe mir jetzt erstmal bei Starbucks was geholt, so einen kleinen Snack. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann haben wir gleich den nächsten Termin, denn ich habe in ein paar Stunden ein Brow-Lift-Termin. Und morgen habe ich einen Friseurtermin und ich habe absolut gar keinen Plan, was ich machen soll. Normalerweise habe ich immer so eine Vorstellung, aber diesmal weiß ich nicht, was ich machen soll. Marvin und ich fliegen nämlich in 2 Wochen in den Urlaub und deswegen macht es jetzt nicht so viel Sinn, sich lange Extensions reinzuballern wieder. Weil im Urlaub mit langen Haaren, man kennt es, ist super nervig. Vor allen Dingen dauert das übelst lange, wenn man im Wasser war, die danach zu föhnen und zu stylen. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich meine Extensions komplett rausnehmen lasse und einfach mit meiner Naturlänge ein paar Wochen rumlaufen werde. Oder ob ich mir so ein paar Extensions nur so zur Verdichtung auf meine Naturlänge, ja, einsetzen lasse. Muss ich morgen mal überlegen. Also, der Beauty Day bzw. die Beauty Me Time Woche geht weiter. Ich gönne mir jetzt hier mein Frappuccino und pflanze mich auf die Couch. Marvin ist schon auf der Arbeit. Und ja, ich werde jetzt mir eine Folge von meiner Serie reinziehen und dann muss ich auch ein bisschen was machen. Muss auch noch ins Office, dort ein paar Sachen erledigen. Deswegen dann sehen wir uns später, wenn ich bei meinem nächsten Termin bin. Ein paar Sekunden später. Ein bisschen warmes Licht ist immer schön, ne? Vielen lieben Dank. Sehr gerne. So, ich liege jetzt hier in den besten Händen. Das ist leider, liebe Antje, und ich habe, wie ihr sehen könnt, sehr viel gezüchtet. Vor allen Dingen Oberlippenbart muss mal wieder gestutzt werden. Das ist ein Highlight. Jetzt kommt der entspannendste Teil. Das ist der schönste Teil. So, jetzt kommen wir zu meinem Bart. Ich habe gerade schon gesagt, kann sein, dass da gleich das Hyaluron wieder rausspritzt. Das ist auch schön. Perfekt. Fertig, ciao. Ach, das ging aber. Ja, ist vielleicht noch betäubt.
Oh Gott, da kommt Tropfen. Kommt Blut? Wirklich? Oh, diesmal ging es irgendwie. Ist, glaube ich, echt noch betäubt. Guck mal, wie schön der Salon hier auch ist. Nicht nur sie ist schön, sondern auch hier der Salon. Eine Ewigkeit später. Ich bin jetzt wieder back home und das hier ist das Ergebnis. Wie wunderschön sieht das aus. Ich liebe das Ergebnis. Sie sind jetzt gerade noch etwas sehr dunkel. Das geht aber jetzt die Tage, wenn ich mein Gesicht wasche, noch ein bisschen raus. Nächsten Tag. Hello, Party People. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Ich habe jetzt gerade im Parkhaus geparkt. Ich werde jetzt zu Melina gehen, zum Friseur. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen werde. Wir werden gleich mal sehen, was passieren wird. Ganz kurz, ich habe mich jetzt heute mal geschminkt, aber man sieht halt immer noch krass die Schwellung, vor allen Dingen in den Lippen. Noch hier im Doppelkinn, da ist es auch noch ziemlich angeschwollen. Aber ja, Oberlippe, was soll man sagen? Sieht gerade nicht schön aus. Sagen wir, gehen jetzt los zum Friseur. Wir haben jetzt erstmal alle Extensions rausgeholt. Jetzt habe ich gerade gar keine drin. Und ich muss sagen, meine Haare sind auf jeden Fall ein Stückchen gewachsen. Und jetzt wird die Farbe nochmal ein bisschen frisch gemacht. Voll vercheckt, euch an dem Friseurtag meine Haare zu zeigen. Wir haben jetzt ein paar Tage später. Tada! Das hier ist mein neuer Look. Oh mein Gott, es ist noch immer voll ungewohnt für mich. Meine Haare waren ja schon sehr lang, also meine Extensions. Ich bin bei meiner Naturlänge geblieben. Jetzt hier nur so ein paar Tapes zur Verdichtung mit reingemacht. Finde ich sehr, sehr nice und es gefällt mir sehr gut. Wie findet ihr das? Sag mal Bescheid. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es sind ja ein paar Tage jetzt vergangen. Meine Schwellungen sind gut zurückgegangen. Man sieht hier drunter, also jetzt gerade habe ich halt Make-up drauf, aber hier sieht man noch so einen kleinen leichten blauen Fleck. Und auch hier sind noch so ein paar Stellen, die geschwollen sind. Ich drehe mal die Kamera um, so könnt ihr nochmal besser die Lippen sehen. Also hier sieht man noch diesen leichten blauen Fleck, aber ansonsten... Hey! Hey! Richtiger Kussmund, oder? Ach, ich lieb's, ich lieb's! Ich war jetzt eben auch schon im Office, habe ein paar Pakete abgeholt. Ich dachte mir, die packen wir jetzt gleich mal zusammen aus. Okay. Ich habe hier jetzt erstmal neue Schuhe von Steve Madden. Ich arbeite jetzt mit denen zusammen und das freut mich übertrieben, weil ich diese Marke so krass feiere. So, Boots in so einem Cremeton fand ich richtig schön, auch perfekt jetzt für den Herbst. Dann kam auch meine Bestellung von Snox an. Dort bestelle ich mir immer meine ganzen Socken. Kamen ein paar neue Produkte von Asam Beauty an. Und zwar ist das die Skincare-Linie von Asam Beauty. Kam noch ein geiles Paket an. Das habe ich noch nicht aufgemacht, aber ich weiß schon, was drin ist. Und zwar ist es von Pure Lay. Valentina und Cheyenne haben nämlich ihre zweite Kollektion mit Pure Lay rausgebracht. Oh mein Gott. Also diese zwei Grazien todesschön. Aber guckt euch mal das an. Wow. Tada! Tada! Hier seht ihr einmal diese groben, größeren Ohrringe. Und auf der Seite habe ich den Ehekaffen mit dran gemacht. It's pretty! Dann morgen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ich treffe mich jetzt mit Sinja und dann gehen wir ein bisschen in die Stadt. Ein bisschen shoppen, ein bisschen gucken, was es so gibt, was ich mir so gönnen kann. Ich möchte auf jeden Fall zu Sephora. Ich möchte mir so ein paar neue Kosmetikprodukte holen, auch neue testen. Wir gönnen uns heute mal ein paar Sachen. Wir gönnen uns das einfach mal. Cindy ist am Stüssel. Wir haben gefühlt draußen 30 Grad. Guck mal bitte, was sie trägt. Einfach Eisbären, ey. Knut, bist du's? Wir werden gleich gekillt. Ey, was ist das? Ich krieg Migräne. Die findet den Ausgang nicht. Boah, ich war gerade kurz wirklich blind, ey. Okay, erster Stop, Sephora. Cindy, ich will neue Make-up-Produkte ausprobieren. Ja, okay. Und was ich unbedingt will, ist so eine blaue Maske. Die habe ich bei der Caro gesehen und mich influenzen lassen. Die will ich jetzt selber testen und mich davon überzeugen. Warte mal, hier sind ein paar private Chats, Alter. Ich weiß, was du ausprobieren willst, sollst. Was denn? Ich habe vorhin was gesehen. Ich wusste jetzt. Das hier. Ich habe was ausgesucht, Mama. Was ist das? Das soll krass sein. Lipgloss zum Plumpen. Ah ja, okay. Eyeliner? Unser Lieblings-Eyeliner gibt es jetzt in Braun. Ja, kann man mal testen. Mean Money Hustler Baby. Das ist das ja, ne? Ja. Inappropriate Red. Was heißt das? Inappropriate Red? Oh. Waren wir nicht 6 Wochen in L.A. eigentlich? Ja, Mann, alles vergessen. Ich habe zuletzt so ein TikTok-Hack gesehen, wie du deinen richtigen Lippenstift-Shade findest. Deinen Finger nehmen ja. Und drücken und gucken, welche Farbe oben kommt. Tonka. Ich sehe deinen Finger nicht mal, das ist einfach weiß. Excuse me. Leute, habt ihr schon mal so einen wunderschönen Lipgloss gesehen? Ich schwöre, ich will am liebsten meine ganze Hand damit voll machen.
schwöre, Digga. Wenn du noch länger brauchst, krieg ich gleich einen Hitzschlag. Der Arme. Wie schön das ist. Ja, das ist Intimpflege. Xenia ist übertrieben so ein Verpackungsopfer. Alles, was schön ist, ich schwöre es in L.A., alles, was schön war, hat sie sich geholt, ohne dass sie wusste, was das drin war. Ja, intim. Echt? Ja, kann man das mal? Oh ja, echt schön. Du sagst zu mir, ich kaufe alles, aber kauf's jetzt selber. Let's cook what I found. Mal gucken, ob es was taugt. Wenn es scheiße ist, werde ich es dir sagen. Wir sind jetzt gerade im Douglas und wir sind gerade reingekommen. Ich schwöre, ich wohne seit 7 Jahren in Köln und gehe regelmäßig in diesen Douglas-Store hier in der Innenstadt. Seit wann haben die eine obere Etage? Ich kenne nur, dass es nach unten geht. Ich habe noch nie gesehen, dass es nach oben geht. Oh mein Gott, was befindet sich da oben, Xenia? Ich bin jetzt voll aufgeregt. Narnia. Boah, auf einmal so Avatar. Oh mein Gott, warum kenne ich diesen Ort nicht? What is this place? This is heaven. Ey, Sonny spotted. Was geht um deine Flagge? Geil sieht sie aus. Weil ihr gerade alle fragt, woher die Schuhe? Ja, wir schreiben gerade voll viel, woher sind die Schuhe? Kauft ihr euch nicht, die sind von H&M. Oh mein Gott, die tun gerade so weh. Original, so schnell laufen Leute in Horrorfilmen, wenn die vor wem wegrennen. Und dann so. Junge, wir sind im schlimmsten Parkhaus der Welt, ey. Das ist wirklich enger als meine. Wir sind jetzt fertig mit unserem Shopping-Trip. Und was hast du heute geshoppt so an deinem Mietag? 30 Kilo Farbeimer. Friends, ich sitze jetzt wieder im Auto. Es ist mittlerweile auch dunkel geworden. Ich war gerade noch im Office und habe mir von Sorosch, von meinem besten Freund, seine Schlappen geklaut, weil ich einfach nicht mehr konnte in meinen Schuhen. Die waren so krass ungemütlich. Auf jeden Fall habe ich jetzt meinen nächsten Termin. Ich gehe nämlich jetzt zu Dagi und lasse mir meine Nägel wieder fresh machen. Ich bin jetzt bei Dagi angekommen und guck mal bitte, sie war ja im Urlaub in Polen und hat mir meinen absoluten Lieblingsdrink mitgebracht, Monte Drink. Wer erinnert sich daran? Dankeschön. Das gibt's in Polen einfach im Laden. Und früher, weiß ich noch, gab's das bei Netto, aber seit Jahren nicht mehr. Und oh mein Gott, ich liebe dieses Getränk so sehr. Wir sind jetzt fertig. Richtig pretty, es sieht richtig sauber aus. Von der Besten. Yes. Vielen lieben Dank. Bitte. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe eben noch aus dem Büro das Paket abgeholt. Es ist noch angekommen. Und Marvin ist gerade nach Hause gekommen. Wir werden jetzt was gemeinsam essen und dann chillen. Marvin hat sich auch bei Asos ein paar Sachen bestellt und probiert die gerade an. Was ist los, mein Buckelchen? Was ist? Oh, ey, der Stoff ganz ekliger Stoff, fühl mal. Ich werde das in XXS bestellen. Ich dachte, ich zeige euch jetzt, was ich mir bei Sephora geholt habe. Das möchte ich mit euch ausprobieren. Auf jeden Fall diesen Highlighter, den ich mir geholt habe. Ich habe mir jetzt hier erstmal von, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, Kat Von D, glaube ich, roten Liquid Lipstick geholt und dazu auch den passenden roten Lip Liner. Okay, also die Pigmentierung ist auf jeden Fall schon mal krass. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass es mir nicht gefällt. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Also ich muss sagen, die Farbe ist halt wirklich richtig sick. Die sieht richtig schön aus. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, mir stehen rote Lippen nicht so richtig. Aber was sagt ihr? Findet ihr, mir steht das? Oder bin ich der Typ dafür oder eher nicht? Okay, next one. So sieht die Farbe aus. Okay. Bisschen übergemalt. Aber an sich ist es auf jeden Fall eine schöne Farbe. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. So, let's go. Okay, also der ist auf jeden Fall sehr natural. Wie ihr sehen könnt. Der ist richtig schön creamy. Aber ja, ich dachte irgendwie, der deckt ein bisschen besser. Okay, als nächstes habe ich mir noch von Fenty Beauty so einen Lip Balm geholt. Okay, ja. Das sieht schon nach was aus. Oh yeah, juicy. This bitch has the juicy lips. Juicy. Juicy, oder? So, ich nehme jetzt mal richtig viel. Auch wenn ich glaube, dass die Pigmentierung krass sein wird. Ja, okay. Also, Junge, das glänzt ja gestört. Sieht man das? Ich glaube schon, oder? Das ist ja sowas von am Glowen und am Scheinen. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, aber ich sehe es hier gerade in meinem Spiegel und es ist wow. Das war es jetzt hier erstmal. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen bestellt, wie hier zum Beispiel dieses
Lip Plump Ding, was Zinja mir mitgegeben hat, was sie meinte, was ich testen soll. Werde ich aber die Tage machen. Ich habe nämlich jetzt übertrieben Hunger und bin müde. Also gute Nacht und bis morgen. Juicy Lips. Juicy Lips lieben wir. Nächsten Tag. Good morning. Wie man sehen kann, benutze ich gerade hier schon meine neue Maske, die ich mir gestern gekauft habe. Also bis jetzt kann ich euch noch kein Feedback geben. Wahrscheinlich erst so, wenn ich die öfter benutzt habe. Aber das Auftragen war auf jeden Fall nice. Es hat sich voll gut verteilt, voll gleichmäßig. Und jetzt gerade gibt es einem so einen frischen Kick irgendwie. Kühlend. Wisst ihr, was ich meine? Genau, kühlend ist das perfekte Wort dafür. Ja, we will see, ob das was bringen wird. Ich glaube, an dieser Stelle beende ich mal den Vlog. Ich glaube, der geht sowieso schon viel zu lange. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch solche Vlogs zu lang gehen oder wie lange solche Vlogs gehen sollten. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch so ein bisschen dazu motiviert, euch ein bisschen mehr um euch selbst zu kümmern und euch selber ein bisschen Me-Time zu gönnen. Auf jeden Fall wichtig, dass man solche Tage hat. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Vergesst nicht, Self-Care is important. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.